das Projekt ist jetzt wirklich was ganz Besonderes, gerade wegen den 25 Kilometer Flugstrecke und auch wegen dem Dockhopping. Ich bin Gregor Pakula und ich bin Geschäftsleiter vom Profly Center. The big vision behind this project is to show on the market the easiest of implementation of system like this, because the market is thinking that DJI TOC technology is really difficult to implementation. The most unique is the duration and length of flight. This flight we plan for more than 25 kilometers in populated area in full BVLOS. It means that all of the control is made remotely, and we are flying also in the areas where you can meet uninvolved persons. Mein Name ist Hong vom DJI Enterprise Solution Team. Und jetzt ich bin zuständiger für ganz DACH Region, Deutschland, Switzerland und Österreich. Die DJI TOC 2 ist ein Game Changer, weil das ist ein ganz frisches System. Weil vorher die Leute, wenn man Drohnen fliegen, braucht man einen Pilot, muss man vor Ort gehen, dann muss man die Kontakte sichten, auf die Drohnen zu bleiben. Aber wenn die DJI TOC 2, das kann man BVLOS fliegen. Das heißt, das braucht niemanden vor Ort, ne? Und kann man remote starten und landen. Andreas Schneider, Teamleiter für Drohnenbefliegung, innovative Vermessungsmethoden, 3D-Vermessung, Modellierung bei der Bohn und Doyen Bau GmbH. Das TOC2-System wird jetzt bei uns verwendet, hauptsächlich für Vermessungsaufgaben, also für Fotogrammetrie und für Überwachungsaufgaben der Baufortschrittes auf der Trasse, um überhaupt erstmal eine Nachweisführung zu haben, wie weit der Baufortschritt ist, wie ist die Situation vor Ort. Volumenberechnung dann später mal, aber in allererster Linie aber erstmal, um die Bauveränderungen überhaupt erstmal zu kartieren und festzustellen und das auch den Kunden dementsprechend nachzuweisen. Die Vorteile für das Unternehmen hoffen wir uns eben finanzielle Vorteile vor allen Dingen, weil wir eben Zeit, viel Zeit damit sparen. Dann können wir aufgrund der auf der Baustelle gezielten Nachweisführung auch dementsprechend auch den Kunden Nachträge oder Veränderungen nachgeben und damit auch dementsprechend die Rechnung besser erstellen und vor allen Dingen auch korrekter. Together with Solectric and Drone Parts, we are creating the holding what is leading on the drone market. Profly Center is responsible for training part and permissions part. Solectric is responsible for hardware. Mein Name ist Kevin Dillmann, ich bin Solution Engineer bei der Solectric GmbH. Am Anfang schauen wir erstmal nach dem perfekten Standort für das DJI Dock. Einerseits müssen wir darauf achten, dass wir genügend Satellitensignale bekommen. Das ist auch später wichtig für unsere Korrekturdaten vom RTK-Dienstleister. Dann haben wir als nächstes eine Spannungsversorgung, die vor Ort sein muss. Und wir brauchen auch Internet, dass die Dock funktioniert und die Daten auch an unsere Cloud übertragen kann. Für die Aufstellung des Docks ist einerseits wichtig, dass wir ein Fundament haben, dass sie sicher steht und dass sie auch gegen Diebstahl zum Beispiel geschützt ist. Dann, sobald alles vorbereitet ist, haben wir die Inbetriebnahme. Das heißt, dass wir das System mit dem Flight Hub verbinden und dass wir Updates durchführen. Nachdem die Updates durchgeführt sind, starten wir mit den ersten Testversuchen und schauen, ob das System arbeitet, keine Warnhinweise kommen und wir richten den alternativen Landeplatz ein. Ich bin der Holger vom Profly Center. Ja, also die Grundlage für eben genau dieses Dockhopping ist die Ausbildung STS. Natürlich auch die entsprechende Vorbereitung, mit einem Operation Manual zu arbeiten, die entsprechende Vorbereitung, mit Handbüchern zu arbeiten, mit Bedienungsanleitungen zu arbeiten, mit Checklisten zu arbeiten und eben auch diese Checklisten zu pflegen. Die Produktschulung für das DJI Dock geht darum, dass der Kunde oder der Teilnehmer
die Technik kennenlernt, die Software kennenlernt, die Emergency Procedures kennenlernt, das heißt, dass er im Notfall eben reagieren kann, wenn jetzt irgendein Fehler auftritt. Natürlich auch die Sicherheitsmaßnahmen kennenlernt. Wir haben jetzt hier eben den Fallschirm von AVSS. Damit muss sich der Teilnehmer, der Drohnenpilot, dann auch auskennen. Wie schaltet er den Fallschirm scharf? Wie prüft er eben den Status von dem Fallschirm? Der Pilot muss dann auch eine Pilotenausbildung haben. Er muss begreifen, wie er die Drohne manövriert. Er muss Distanzen erkennen. Er muss Situationen abschätzen können, dass wirklich eine Routine reinkommt im Einrichten von den Systemen. My name is Marek Mordecki. In ProFly Center, I'm responsible for the risk assessment process as well as obtaining the authorization process. Before the first takeoff and before obtaining the approval from the Civil Aviation Authority, the client needs to provide us two data. What he wants to do and where he wants to do. According to those data, we are preparing like the whole plan of the operation, and we are obtaining operational approval from Civil Aviation Authority. On the first stage, the most important thing is to prepare risk assessment using SORA methodology. After this, we are aware what are the requirements, as well as technical requirements, as well as training, as well as documentation. And after this, we can prepare operational manual when we have to describe everything in the details in the operational manual. After this, we can provide all the documents to Civil Aviation Authority for the authorization process. Mein Name ist Joachim Beck, ich bin im ProFly Center im Sales und bin zuständig für den Bereich B2B. Ich denke, dass die DOC für unseren Kunden einfach den Mehrwert darstellt, dass er einfach Personal einsparen kann. Durch das, dass der Kunde bei uns ein Komplettsystem kauft, wird er ausgebildet, die DJI DOC effektiv zu bedienen und effektiv zu handhaben, weil es nutzt nichts, ein teures System zu implementieren, wenn man es nicht nutzen kann. Mein Name ist Richard Gimbel, ich bin der Verkaufsleiter beim ProFly Center. Ollen und Dollen habe ich kennengelernt telefonisch durch eine Anfrage für eine Vermessungsdrohne mit Schulung. Und durch die Schulung haben wir den Kontakt immer weiter intensiviert, aber einfach gemerkt haben, dass auch bei Ollen und Dollen das Interesse da ist, was neue Techniken angeht. Die DOC 2 ist natürlich ein sehr interessantes Produkt, weil es vielfältige Aufgaben für die Drohne gibt und entsprechend auch vom Verkauf her interessant ist. Es gibt Lösungen, wo wir anbieten können für Kunden im Bereich Haussicherheit bzw. Gebäudesicherheit. Wir haben entsprechend Feuerwehren, Betriebsfeuerwehren, die darüber nachdenken. Wir bieten eben nicht nur die Drohne an, sondern das komplette Paket. Wir gehen mit dem Kunden erstmal durch, was wirklich benötigt wird, gehen auf die Schulungen ein und dann führen wir Schritt für Schritt den Kunden an das Produkt heran. Uns für ProFly Center entschieden haben. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Als damals vor über 4 Jahren die Frage nach Drohnen stand und auch nach Professionalität, haben wir unseren Systemanbieter, der unsere Messgeräte liefert, gefragt, wo er seine Schulung gemacht hat. Da haben die uns einfach gesagt, frag mal bitte da und da, ProFly Center, den Holger Glur anrufen, haben wir gemacht und so sind wir dann dabei geblieben. Also wir haben angefangen mit unseren A2 STS, unsere Drohnen alle gekauft, waren sehr zufrieden.